adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in, yeah. Servus Jungs, was geht ab und ein ganz herzliches Willkommen hier zu einem weiteren SBC-Check auf Foodlovers. Ihr kennt das ja, neue SBC, neues Event, heute auch natürlich neuer SBC-Check meinerseits. Wir schauen uns heute ganz in Ruhe die zwei SBCs an, die neu rausgekommen sind. Einmal Spielemomente Morales und einmal eine Flashback-Karte von Mario Balotelli. Ich rede ein bisschen leiser heute, weil Gesundheit ist nicht ganz so da. Aber darum geht es heute nicht, wie gesagt. Wir schauen uns einfach ganz in Ruhe die zwei SBCs an. Ich würde sagen, wir starten rein mit der wahrscheinlich beliebteren Karte. Die Karte, die wahrscheinlich mehr von euch kennen und auch ja Balotelli einfach feiern. Mario Balotelli Flashback 88er Karte. Wir gehen jetzt mal auf seine Stats ein, dann auf seinen Kostenpunkt und natürlich am Ende noch, wie bauen wir ihn ein, lohnt er sich und so weiter. Ihr kennt das ganze Spiel. Wie gesagt, ist nicht der erste SBC-Check auf meinem Kanal. Lasst gerne ein kostenloses Abo da. Kommt eigentlich regelmäßig zu jeder neuen SBC. Ich helfe euch zu entscheiden, macht ihr die SBC, sollt ihr sie machen, lohnt sie sich oder eben nicht. Mario Balotelli hat mit 87 Tempo auf der Karte schon sehr vielversprechende Tempo-Stats. Ich denke, mit 85er Antritt, 88er Sprintgeschwindigkeit ist das schon sehr schnell für Mario Balotelli. Abschluss ist überragend, muss man mit 89 nicht viel zu sagen. Schusskraft top, also der wird die Bälle reinballern ohne Ende. Ja, ansonsten Fernschüsse ist in Ordnung, ist auf jeden Fall kein Nachteil beim Schuss zu erkennen. Passspiel, ja, flanken kann er natürlich nicht, aber braucht er auch nicht als Stürmer. Dribbling ist natürlich krass, da steht wieder 90 auf der Karte. Ballkontrolle überragend, Dribbling und Ruhe auch perfekt für einen Stürmer. Und da gibt es natürlich einen Teil, das ihn wieder extrem runterzieht. Das ist die Balance, das haben viele Stürmer dieses Problem. 56 Balance ist natürlich schon sehr, sehr wenig für einen Stürmer. Aber Mario Balotelli ist natürlich nicht der Stürmer, der bekannt ist für seine Dribblings, für seine Beweglichkeit oder für seine Balance, sondern halt eben, weil er der Bulle, weil er der Stürmer ist, der vorne die Dinge reinballert. Und da kommt es auch direkt weiter mit den Physiswerten mit. Nach einer Stärke von 95 ist es natürlich irgendwie auch klar, dass er so extrem krank spielt. Wie gesagt, ist einfach so einer. Die Karte wird Balotelli, denke ich mal, auf jeden Fall treu. Hier passt gut, ist halt einfach bulliger Stürmer, sehr, sehr viel Stärke. Sprungkraft, Kopfball ist jetzt nicht ganz so wichtig. Stärke ist natürlich trotzdem wichtig. Er ist relativ schnell, hat einen geilen Abschluss, wie gesagt. Ausdauer 75 ist vielleicht noch ein negativer Punkt, wo wir drauf eingehen können. Gibt bessere, 75 ist gerade so die Grenze, aber ich würde sagen, dass ihr den nicht das ganze Spiel 120 Minuten spielen lassen könnt. Bei 90 Minuten geht es vielleicht gerade so fit. Wie gesagt, ist halt jetzt einfach ein bulliger Stürmer, das ist, denke ich, klar. Jeder, der sich überlegt abzuschließen, weiß, dass es jetzt hier kein Butragueño ist, der 99 Beweglichkeit hat, gefühlt so, sondern natürlich ein Bulle, ja. So einer wie Drogba, so einer in dem Richtung. Vielleicht haben wir noch vergessen, was ganz Nettes anzuschauen, nämlich 1,89 groß und 4 Sterne, 4 Sterne. Also bei den Sternen perfekt, Jungs, der kann skillen. Und der kann auch mit beiden Füßen schießen. Das ist sehr, sehr wichtig, kein Nachteil. Wie gesagt, einzigster Nachteil hier Balance und eventuell die Ausdauer. So, gehen wir mal kurz rein. Was brauchen wir hier? Wir brauchen einmal ein 84er Team, ein 84er Team plus Inform und ein 85er Team. Ich schaue einmal kurz nach. Das Update von Foodbin jetzt hier. Ein paar Minuten nach Release. Und auch so hätte ich die SBC ungefähr eingeschätzt. Also wir sind gerade aktuell so bei 180.000 Münzen. Ist, denke ich mal, ein Preis, wo sich nachher einpendeln wird. So ungefähr plus minus 10-20k. Kann ich nie versprechen, wann ihr die SBC abschließt. 180k kostet eben gerade. Wie gesagt, ihr könnt während den Lightning Rounds vielleicht ja auch den Spieler etwas günstiger bekommen. Ja, seltenes Elektrum Spieler Pack. Seltenes gemischte Spielerset und ja, so ein anderes Pack. Keine Ahnung, wie viel die jetzt ungefähr wert sind. Ich denke mal, so Packwert ungefähr 70.000 Münzen bekommt ihr zurück. Drei Packs ist auf jeden Fall die Chance auf was Gutes dabei. Vielleicht zahlt ihr am Ende nur 150, bin ich mir relativ sicher sogar. Dann ist natürlich auch eine weitere Sache, die wir uns anschauen müssen. Ja, wie kann man Balotelli einbauen? Und das ist, weiß ich nicht, ob ihr das gesehen habt, aber ganz, ganz wichtig. Es gibt eine Ligen-SBC. Ja, und die sieht halt mal anders krank aus. Tonali heißt der ganze, der Spaß oder der Typ. Zum gleichen Jahr geboren wie ich. Ja, läuft bei dem. Der hat mehr erreicht als ich, definitiv. Ja, lasst mal Mitleidsdaumen nach oben da auf dem Video auf jeden Fall hier. 89er Antritt ist halt überragend. Also, das ist halt schon eine extrem kranke Karte. Wie gesagt, ist in den Ligen-SBCs. Und, naja, es ist einfach nicht nur ein Stronglink, sondern ein Hyperlink. Wenn ihr Balotelli in egal welchem Team einbauen wollt, 4-2-2-2-2, keine Ahnung, irgendwas, ihr könnt den einfach einmal linken und die sind beide auf Fullcam. In den größten Teil der Formation, wie gesagt, ihr könnt den halt einfach mal hier hinstellen. Und jetzt könnt ihr links was anderes bauen, rechts was anderes bauen. Er braucht jetzt halt nur noch einen Link, also Tonali bräuchte jetzt nur noch einen orangenen Link beispielsweise. Ihr könnt den also sehr, sehr leicht einbauen mit einer extrem kranken Karte, wie ich finde. Also die würde ich im Doppelpack wahrscheinlich machen, wenn ich einen von denen mache. Wie gesagt, ist halt auf jeden Fall eine geile Karte. Balotelli, Feedback jetzt mal, um den ganzen Lachs hier abzuschließen, bevor wir zu Morales kommen.
Balotelli eine Karte, die kann man machen, wenn man Bock auf Balotelli hat. Ganz ehrlich, Balotelli, ich glaube, die SBC schließt man auch ein bisschen ab, wenn man den Typ in echt feiert, wenn man Bock auf Balotelli hat. Ja, 180.000 sind jetzt nicht die Welt, sind jetzt aber natürlich trotzdem ein Batzen an Coins. Ich persönlich, sag euch ganz ehrlich, die Meta ist es nicht, unbewegliche Spieler zu haben. Mit Balance ist ein ganz klarer Nachteil. Alles andere, bis auf die Balance, ist top. Ja, müssen wir nicht drum rumreden. Ein Balotelli ist einfach ein Monster. Krasser Abschluss, Tempo richtig gut, besser als erwartet. Und eine Stärke, die natürlich unglaublich krass ist. Vier Sterne kann man den gut spielen. Wie gesagt, wenn ihr bewegliche Spieler wollt, dann eben halt nicht Balotelli machen. Ansonsten kann man den definitiv machen. Ist kein Muss, aber ist jetzt auf jeden Fall keine überteuerte Karte oder so. Wie gesagt, mit Tonali kannst du den halt übelst geil auch linken. Und Tonali ist halt auch extrem geiler Spieler, den man halt auch eigentlich gut spielen kann. Wie gesagt, Option, die ihr euch selber jetzt überlegen müsst, macht ihr den oder nicht. Wie gesagt, meine Meinung ist, ihr könnt den machen, müsst das aber nicht tun. Morales, ganz anderer Spieler, den konnte man so nicht erwarten, ist dieser Player Moments, ja, von dem das Card Design auch bei mir heute Morgen in der Story schon geleakt wurde, beziehungsweise geleakt und ich habe es euch gezeigt. Ja, also ich bin ganz ehrlich so ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, das Video wird definitiv krasser, dass ich jetzt hier aufnehme. Es gibt vielleicht sogar ein Player Moments Team. Die Karte an sich ist nicht schlecht, aber ich bin ein bisschen enttäuscht. Keine Wochenaufgaben mit einem coolen Spieler, sonst was. Sehr, sehr viel Lightning Rounds mal wieder am Start. Sehr, sehr viel Geldmacherei von EA Sports. Ob man das jetzt gut finden muss, ich habe keinen Cent investiert. In meiner Story auch ein Real Talk dazu geschrieben. Müsst ihr selber wissen. Geht es jetzt nicht in diesem Video drum, es geht um Morales. Und zwar auch er hat wieder 4 Sterne. Ja, Hochmittelarbeitsraten, perfekt für einen Stürmer. 1,80 groß. Natürlich die Karte sehr, sehr geil, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn du 94 Tempo siehst bei einem La Liga Stürmer. Antritt perfekt, also der ist richtig schnell. Abschluss 85 ist okay. Ist okay, würde ich sagen. Passspiel ist auch noch top, also für einen Stürmer ist das richtig gut. Balance, Dribbling ist halt das Geile. Beweglichkeit ist gut und Balance ist perfekt. Dribbling, Ruhe, alles gut. Also Dribbling, der wird richtig beweglich sein. Der wird sich richtig agil anfühlen. Das ist definitiv ganz anders wie bei Mario Balotelli. Und eine Ausdauer mit 83 vollkommen in Ordnung. Natürlich hat er keine große Physis oder so. Das ist aber allerdings, finde ich, auch überhaupt gar nicht schlimm. Weil es halt eben ein sehr beweglicher Spieler ist und wie gesagt Ausdauer deutlich besser auch als bei Balotelli beispielsweise, kannst du den auf jeden Fall das ganze Spiel spielen lassen. Finde ich eine Top-Karte und ja, so eine Karte gibt es in der La Liga einfach noch nicht. Spanien sehr, sehr einfach einzubauen, da werden wir nicht groß drauf eingehen. Wir werden gleich mal noch anschauen, ob es Alternativen gibt, aber jetzt erstmal vielleicht so zu dem Preis und auch hier schaue ich gerne nochmal bei Footbin nach, damit ich euch nichts Falsches sage. 2,85er Teams mit insgesamt 3 Infos, das ist natürlich auch teuer, ich denke mal so, ich rechne mal mit so 200.000 Münzen ungefähr. Ja, wir sind gerade bei 198.000, also würde ich mal so 200 einkalkulieren. Ihr bekommt nur 2 Packs dafür, ein Megapack und ein seltenes Elektrum-Spieler-Pack. Ein bisschen weniger als bei Balotelli, aber wie gesagt, wenn ihr Glück habt, könnt ihr auch hier nochmal ein paar Coins sparen, vielleicht so 10, 20 mal garantiert, mit Glück vielleicht auch 50.000 Münzen, wie gesagt 200k, kleines bisschen teurer als Balotelli und auch hier gehen wir mal kurz rein, ich habe das ins gleiche Team gebaut, nehmt mir das nicht übel. Ja, wir haben jetzt hier Morales und ganz ehrlich, bei Morales muss ich euch nicht sagen, wie ihr den einbaut, das ist ja halt komplett easy. Der beste Stürmer in der La Liga aktuell Griezmann und wenn man die beiden jetzt einfach mal hier so übereinander legt und vergleicht, klar ist der Abschluss bei Griezmann noch ein Tick besser, aber ansonsten ist Morales hier schneller, deutlich schneller und ja, vergleichbar finde ich mit Griezmann, ich weiß nicht, was Griezmann aktuell noch kostet, vielleicht auch so um die 200.000 Münzen, bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher, spielt jetzt eigentlich auch nicht so eine große Rolle. Ja, so 170.000 Münzen. Ich würde sagen, also ich persönlich finde den deutlich schneller natürlich und eigentlich auch besser als Griezmann. Von den Links natürlich linkt er nicht mit Messi oder so, aber Spanier kann man, denke ich, mal easy einbauen. Beispielsweise mit der David Villa SPC auch gut linkbar. Deshalb überlege ich mir den aktuell zu abzuschließen, weil ich David Villa eben gemacht habe. Aber Morales finde ich eine Top-Karte auf jeden Fall. Und meines Erachtens auch attraktiver als ein Griezmann, weil einfach der hat einfach plus 13 Pace, also deutlich kranker. Da ist der Abschluss dann nicht ganz so wichtig. Und wie gesagt, auch er hier. Griezmann 3 Sterne schwacher Fuß, Morales 4 Sterne schwacher Fuß. Und ansonsten gibt es in der La Liga einfach einen Suarez, der komplett gedowngradet wurde von den Stats her. Ist einfach keine Option, finde ich. Und Morales dann eigentlich mittlerweile jetzt der beste Spieler. Auch ein Aspas kommt da nicht hin. Ein Scream Aspas oder ein Gamero kommt da auch nicht hin. Also, wie gesagt, bester Stürmer in der La Liga für 200k geht fit. Ist eine sehr interessante Karte, aber auch hier wieder, wir haben 200k. Muss ich überlegen, passt er ins Team, wenn ihr ein La Liga Team habt und sage ich mal noch nach einem richtigen Stürmer sucht, denke ich, das ist auf jeden Fall euer Mann. Ich glaube nicht, dass er euch enttäuschen wird. Falls ihr euch sagt, ja, eigentlich brauche ich den nicht unbedingt, dann sage ich auch, da verpasst ihr nichts. Bei Paulinho beispielsweise habe ich gesagt, ja, den müsst ihr eigentlich schon machen. So, bei den beiden sage ich jetzt, gut, wenn ihr Bock drauf habt, Morales eher so ein Stürmer, aber mit 85 Jungs, der wird auch irgendwann ersetzt. Also ist auch keine Must-Do-SBC definitiv.
Balotelli eher dann auch so der Style, weil er einfach ein Balotelli ist, weil es einfach eine geile Karte ist, weil es einfach eine Legende war. Bei Morales hat eben dieser Faktor nicht, wobei der FIFA-technisch definitiv deutlich spielbarer ist. Wie gesagt, auch hier ist es wieder so eine SBC. Ich würde sagen, vom Preis her, ich würde die nicht billiger machen. Vielleicht 150.000 kriegt ihr durch die Packs raus. Da geht der Preis auf jeden Fall fit. Karten aber müsst ihr nicht machen. Die sind auf jeden Fall gut. Kann ich euch sagen, also das ist keine SBC wie, keine Ahnung, damals den Milner Scream, der einfach komplett unnötig ist. Wenn ihr den macht, habt ihr deutlich viel Coins verloren, die euch am Ende nichts gebracht haben. Beide könnt ihr definitiv ins Team einbauen. Ich habe euch bei Balotelli gezeigt, wie bei Morales ist es, denke ich, kein Problem mit der La Liga. Wie gesagt, könnt ihr machen, müsst ihr nicht machen. Nette SBCs, bin ein bisschen enttäuscht, was Black Friday angeht. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr so erwartet habt. Vielleicht Wochenaufgaben, genauso wie ich, die man einfach kostenlos machen kann. Finde ich extrem schade, dass die da nichts gebracht haben. Hätte man ja auch einfach nur bis Montag laufen lassen können, zur Not, wenn die das unbedingt wollten, weil das Event ja Montag wieder aufhört. Schade, vielleicht kommt morgen was, vielleicht nicht. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr SBC-Checks haben wollt, wenn ihr nichts verpassen wollt. Jungs, ihr kennt das bisher, die letzten SBCs waren alle auf diesem Kanal fahren. Schreibt gerne rein, wie findet ihr die beiden SBCs, macht ihr sie oder nicht? Und dann bin ich raus, Jungs. Haut da rein und ciao, ciao.